Hallo zusammen. Wir haben beim letzten Mal über die Grundlagen des ursprünglichen Buddhismus gesprochen und haben die klassische Philosophie des Buddha kennengelernt. Diese Grundlagen der buddhistischen Philosophie, die sind auch unerlässlich, um den chinesischen Buddhismus zu verstehen, so viel ist klar. Aber diese klassische Form des Buddhismus, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, das ist nicht die Variante, die letzten Endes in China relevant geworden ist. Der Buddhismus erreicht China erst einige Jahrhunderte nach seiner Entstehung in Indien, und zwar in einer Form, die sich gegenüber dem ursprünglichen Buddhismus doch deutlich unterscheidet. Die Rede ist hier vom Mahayana-Buddhismus. Um also den chinesischen Buddhismus richtig zu verstehen, müssen wir nicht nur den ursprünglichen Buddhismus verstehen, sondern wir müssen auch verstehen, wie dieser ursprüngliche Buddhismus sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat und in welcher Form er dann letzten Endes in China Wurzeln geschlagen hat. Dazu jetzt in aller Kürze ein historischer Überblick von mir über den Weg des Buddhismus nach seiner Gründung durch den historischen Buddha. Das, was ich Ihnen hier präsentiere, das ist wieder mal nur die kurze Kurzfassung der Entwicklung des Mahayana. Ich nenne nur die allerwichtigsten Punkte in aller Kürze. Wenn Sie sich ausführlicher über die Entwicklung des Mahayana-Buddhismus informieren möchten, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Den Link finden Sie hier. Da können Sie sich diese ganzen Punkte, die ich hier nur in aller Kürze mal anreiße, ausführlicher anschauen. Nun, also zunächst mal ein kleiner Blick in die Geschichte. Der Buddha starb nach dem Stand der heutigen Forschung so ungefähr gegen Ende des 5., Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus, also so ungefähr um das Jahr 400 vor Christus herum. Ganz genau datieren kann man es nicht. Relativ bald nach seinem Tod treten dann erste Spaltungstendenzen in der buddhistischen Gemeinschaft auf. Der Buddha hatte keinen Nachfolger eingesetzt, sondern einfach nur gesagt, die Lehre, also das Dharma, soll sein Nachfolger sein. Das heißt, ja, es waren Tür und Tor geöffnet für alle möglichen konkurrierenden Interpretationsansätze. Diese Konflikte und Spaltungstendenzen innerhalb der frühbuddhistischen Gemeinschaft, die betreffen vor allen Dingen Fragen der Lehre und der Ordensregeln auch, also innerhalb der Mönchs- und Nonnengemeinschaft, und führen dann im Verlauf der Jahrhunderte zur Entstehung des Mahayana als einer neuen Strömung innerhalb des Buddhismus. Es gibt allerdings keine Spaltung oder so etwas. Also das Mahayana ist eine Bewegung, die innerhalb des einen Buddhismus sich herausbildet. Wörtlich übersetzt heißt Mahayana das große Fahrzeug. Deswegen großes Fahrzeug, weil es groß genug ist für alle, also um alle mitzunehmen, denn das Mahayana will alle Wesen zur Erlösung bringen, nicht nur einige wenige Auserwählte. Also wir reden hier so ungefähr vom Jahr plus minus 100 vor Christus, in dem der Mahayana-Buddhismus als eine eigenständige Strömung in Erscheinung tritt. Es gibt jetzt kein signifikantes Ereignis, das diese Trennung markiert. Es gibt keinen buddhistischen Luther, der irgendwann Thesen angeschlagen hätte oder so etwas, sondern diese Herausbildung des Mahayana, das ist eine Art graduelle Entwicklung über einen langen Zeitraum hinweg, also über mehrere Jahrhunderte tatsächlich. Das kulminiert dann irgendwann um das Jahr 100 vor Christus im Deutlichwerden dieser Mahayana-Strömung. Erkennbar ist die Entstehung des Mahayana vor allen Dingen am Auftauchen neuer Texte, also neuer Sutren, die vorgeben, das authentische Wort des Buddha zu sein, obwohl sie erst lange nach seinem Tod verfasst worden sind. Also diese neu entstandenen Mahayana-Sutras gehören jetzt nicht in den Pali-Kanon der ursprünglichen Reden des Buddha hinein, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben. Nun, was lehrt jetzt der Mahayana-Buddhismus? Also was sind so distinkten Lehren des Mahayana-Buddhismus, die ihn von dem ursprünglichen Buddhismus unterscheiden? Es sind vor allen Dingen drei wichtige Punkte, die hier genannt werden müssen und die für das Mahayana ganz zentral sind. Das erste ist das Bodhisattva-Ideal, das zweite ist ein neues Verständnis des Buddha und das dritte, das ist die Philosophie der Lehre. Fangen wir mal mit dem Punkt 1 an, mit den Bodhisattvas. Ein Bodhisattva, chinesisch Pusa, das ist wörtlich übersetzt ein Erleuchtungswesen. Diese Bodhisattvas, diese Erleuchtungswesen sind das neue Ideal des Mahayana, mit dem er sich vom ursprünglichen Buddhismus abgrenzt. Grundsätzlich ist jedes Wesen, das sich auf dem Weg hin zur Erleuchtung befindet, ein Bodhisattva. Ein Bodhisattva strebt nun allerdings nicht bloß nach seiner eigenen Erlösung, sondern er nimmt das Ideal der Selbstlosigkeit, von dem wir bereits gesprochen haben beim letzten Mal, ernst.
so ernst, dass er keinen Unterschied mehr sieht zwischen der eigenen Erlösung und der Erlösung aller anderen Lebewesen. Wenn man nur nach der eigenen Erlösung streben würde, so der Gedanke im Hintergrund, dann hieße das doch noch an der Illusion des Selbstes festzuhalten und zu glauben, es könne so etwas wie meine eigene Erlösung überhaupt geben. Der Bodhisattva stellt entsprechend die eigene Erlösung zurück, um allen anderen Wesen auf dem Weg zur Erlösung zu helfen. Er verschiebt also den eigenen Eingang ins Nirvana so lange, bis alle anderen leidenden Wesen des Universums erlöst sind. Erst wenn fremdes Leiden, also das Leiden aller anderen Wesen, genauso viel zählt wie das eigene, ist die echte Selbstlosigkeit erreicht. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Also wenn wir ernst machen wollen mit der buddhistischen Lehre vom Nicht-Selbst, dann müssen wir auch diese Differenzierung zwischen ich selbst und die anderen aufgeben und das andere Leiden genauso gewichten wie das eigene Leiden. Der Bodhisattva ist deswegen ein der Welt zugewandtes Wesen. Es ist niemand, der sich asketisch aus der Welt zurückzieht, sondern jemand, der sich der Welt hinwendet, der Welt und ihrem Leiden zuwendet. Deswegen wird der Bodhisattva primär von der Tugend des Mitleids angetrieben, dem Mitleid, allen Wesen helfen zu wollen. Ein solcher Bodhisattva arbeitet über unzählige Wiedergeburten hinweg an der eigenen Vervollkommnung und daran, andere Wesen aus dem Kreislauf des Leidens zu erlösen. Ein Bodhisattva ist noch kein Buddha, aber wird irgendwann selbst zu einem Buddha werden, wenn nämlich die Lehre des bisherigen Buddha vergessen worden ist. Nun, prinzipiell kann jedes Wesen ein Bodhisattva werden oder beziehungsweise sich auf den Weg des Bodhisattva begeben. Und in den religiösen Formen des Mahayana, die auch die chinesische Volksreligion stark geprägt haben, werden solche Bodhisattvas oft als eine Art quasi göttliches Wesen verstanden und kultisch verehrt. Also es gibt so eine Art, ein richtiges Pantheon, könnte man sagen, von Bodhisattvas, die ganz ähnlich wie die Heiligen in der katholischen Kirche rituell angerufen werden und oft in der volkstümlichen Religion sogar gegenüber dem echten Buddha dann die deutlich wichtigere Rolle spielen. Für China besonders interessant ist hier die Guanyin. Das ist ein weiblicher Bodhisattva, identisch mit dem indischen Bodhisattva Avalokiteshvara. Die wird in der volkstümlichen chinesischen Religion als eine helfende Gottheit verehrt und angerufen und ist ungefähr so allgemein verbreitet wie die Mutter Gottes im Katholizismus. Diese Bodhisattvas sind teilweise menschliche Wesen, teilweise übermenschliche Wesen, die als Menschen auf dem Weg zur Erleuchtung begonnen haben und dann sich verändert haben in übermenschliche, quasi göttliche, halbgöttliche Sphären. Sie sind aber letzten Endes genauso wie alle anderen nur Wesen, die im Kreislauf der Wiedergeburt verhaftet sind, aber noch nicht den Ausweg daraus gewagt haben, weil sie noch allen anderen Lebewesen auf dem Weg zur Erlösung helfen möchten. Das ist also das Bodhisattva-Ideal, das ganz charakteristisch ist für alle Strömungen des Mahayana-Buddhismus und das insbesondere in Ostasien eine religiös massive Bedeutung entfalten wird. Die zweite große Besonderheit des Mahayana-Buddhismus, das ist die Entwicklung einer eigenständigen Buddhologie. Für den ursprünglichen Buddhismus war das eigentlich keine besondere Frage, was denn die Natur des Buddha ist. Der Buddha ist grundsätzlich einfach ein Mensch wie du und ich. Er ist zwar ein besonderer Mensch, er ist eben ein Buddha, also einer, der aus eigener Kraft zur Erlösung gefunden hat, aber auch nicht mehr. Im Mahayana ändert sich das jetzt. Im Mahayana entsteht die Idee, dass der Buddha nicht einfach so im Nirvana verschwunden ist nach seinem Tod, sondern dass er in irgendeiner Weise immer noch da ist. Die Vorstellung vom Buddha ändert sich also langsam weg von einem ganz normalen Menschen hin zu einer Art quasi göttlichem, transzendentem Wesen, das jenseits der Welt existiert und das nur historisch für einen kurzen Moment eine menschliche Form angenommen hat, um eben die Lehre zu verkünden und anderen Wesen aus dem Leiden zu helfen. Am deutlichsten ausgeprägt ist das in der sogenannten Drei-Körper-Lehre des Mahayana-Buddhismus, wonach der Buddha in Wirklichkeit drei verschiedene Körper hat. Da hat man zum einen den sogenannten irdischen Körper, also das ist ganz einfach der historische menschliche Buddha, der auf dieser Welt gelebt hat und gelehrt hat. Und eigentlich ist dieser irdische Körper illusorisch. Es ist nur ein Produkt, den der Buddha genutzt hat, um seine Lehre zu verbreiten. Er hat eine bestimmte Form angenommen, die nicht seiner eigentlichen Form entspricht. Das zweite ist der sogenannte Genusskörper. Also das ist ein quasi göttlicher Körper, der in anderen Sphären des Daseins existiert, also in denen der Buddha in anderen Bereichen des buddhistischen Kosmos existiert.
Dieser Genusskörper ist der Ursprung des in diese Welt hier projizierten irdischen Körpers. Und als drittes steht dann ganz hinter allem der Dharma-Körper. Dharma, das ist die Lehre des Buddha, beziehungsweise das ist die eigentliche Natur der Realität, die der Buddha in seiner Lehre verkündet. Damit ist das Dharma auch die ultimative Wahrheit. Das ist die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Der Buddha wird also in dieser Idee vom Dharma-Körper identisch mit der wahren Natur der Realität. Die Buddha-Natur ist dasjenige, was den Wesenskern aller Dinge ausmacht. Also man gelangt hier schon fast zu so einer Art pantheistischer Vorstellung des Buddha. Die dritte große Besonderheit der Mahayana-Philosophie, das ist nun die Philosophie der Lehre. Das Konzept der Lehre spielt eine ganz entscheidende Rolle in allen Philosophien des Mahayana-Buddhismus und wird maßgeblich geprägt vom indischen Philosophen Nagarjuna. Auch das, was ich Ihnen jetzt hier gebe, wie gesagt, die ganz kurze Kurzfassung. Wenn Sie mehr über dieses sehr komplexe Thema Philosophie der Lehre und Nagarjuna erfahren möchten, auch dazu habe ich noch ein Video gemacht. Und da können Sie sich das alles nochmal intensiver und gründlicher anschauen. Es ist kein ganz leichtes Thema und vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie sich diesen etwas längeren Beitrag anschauen, in dem ich versuche, das etwas gründlicher zu erklären, als ich das jetzt hier tun kann. Nun, wer ist dieser Nagarjuna? Nagarjuna, das ist der wichtigste Denker der Mahayana-Philosophie und überhaupt einer der wichtigsten indischen und buddhistischen Philosophen, ganz generell vielleicht sogar einer der wichtigsten Philosophen der gesamten Menschheitsgeschichte, auch wenn man ihn hier im Westen noch nicht so unbedingt viel rezipiert hat. Er ist der Begründer der Schule des Madhyamaka, das heißt wörtlich übersetzt des mittleren Weges, und lebte, ja, das weiß man nicht so ganz genau, so ungefähr von zwischen 150 und 250 nach Christus in Südindien. Der Grundgedanke von Nagarjunas Philosophie lautet, alles ist leer. Das heißt, alle Dinge haben in Wirklichkeit keine eigenständige Existenz. Sie haben keine intrinsische Natur. Nichts, was existiert, ist ausgenommen von der Bedingtheit und Unbeständigkeit, über die wir bereits beim letzten Mal gesprochen haben und die auch der Buddha für alle Dinge verkündet. Nagarjuna radikalisiert diese Idee im Grunde nur. Er sagt, alles ist in Wirklichkeit leer. Nichts, was es gibt, hat seine Existenz aus sich selbst heraus. Das bedeutet, die Dinge, die wir als eigenständige existierende Entitäten so um uns herum wahrnehmen, seien es andere Personen, seien es Bäume, Autos, Häuser und so weiter und so fort, sind bloß konzeptuelle Konstruktionen, sind also nur Produkte unseres Bewusstseins, das versucht, diese Lehre in irgendeiner Form aufzufassen. Die Philosophie der Lehre ist kein Nihilismus. Lehre bedeutet nicht nichts. Die Dinge existieren nicht. Nicht für Nagarjuna, aber sie existieren halt eben auch nicht so, wie wir es uns vorstellen, nämlich als eigenständige Objekte, die den Grund ihres Daseins in sich selbst tragen. Also die Dinge existieren nicht. Die Dinge existieren nicht, wenn man unter Existenz eigenständige Existenz versteht, also Existenz aus sich selbst heraus. Wenn man Existenz so versteht, ja, dann existieren die Dinge wirklich nicht. Aber sie existieren auch nicht. Nicht, wenn man eben darunter versteht, dass sie nicht real sind, dass die Dinge leer sind, heißt nicht, dass sie irreal sind. Die Wirklichkeit, die Realität, liegt also genau in der Mitte zwischen Existenz und Nicht-Existenz für Nagarjuna. Deswegen auch der Name seiner Philosophie, der mittlere Weg. Nun, wieso denkt Nagarjuna so? Um das zu erklären, bedient er sich der Methode einer Reductio ad absurdum, also er versucht, einen Widerspruch nachzuweisen. Angenommen, so denkt Nagarjuna, es gäbe etwas, das eine intrinsische Natur hat, das aus sich selbst heraus existieren kann. Was würde dann folgen? Und er zeigt für jede Möglichkeit auf, dass sie in Widersprüche führt. Also jede Theorie, die annimmt, dass irgendetwas unbedingt wirklich ist, nicht abhängig von irgendetwas anderem, die mündet in Absurditäten. Dieses Verfahren ist so eine Art Dekonstruktion. Nagarjuna argumentiert nicht positiv für seine Philosophie der Lehre, sondern er dekonstruiert einfach alle anderen Lehren, die im Widerspruch zur Philosophie der Lehre stehen, sodass am Ende nichts anderes übrig bleibt als die Lehre selbst. Eine interessante Konsequenz dieses Ansatzes ist es nun, dass die Lehre nicht einfach eine weitere Theorie ist, also eine Theorie darüber, was die wahre Natur der Realität ist. Nagarjuna lehrt nicht in dem Sinne, dass die
Realität die Lehre ist. Lehre ist überhaupt keine Theorie, sondern die Lehre besteht für Nagarjuna im Freiwerden von allen Theorien. Keine Theorie kann die Realität jemals so abbilden, wie sie ist, weil eben die Wirklichkeit leer ist und Lehre gerade die Freiheit von jeder Theorie bedeutet. Warum ist das so? Nun, alle Theorien basieren auf konzeptuellem, also begrifflichen Denken, einem Denken, das die Wirklichkeit in Begriffe fassen möchte. Aber die Wirklichkeit selbst liegt jenseits der Kategorien des begrifflichen Erkennens. Die Theorie ist nicht das Gleiche wie die Wirklichkeit und die Karte eines Landes ist nicht das Gleiche wie das Land, das sie abbildet. Eine theoretische Beschreibung der Wirklichkeit heißt also nicht, die Wirklichkeit selbst zu sehen. Daher sagt Nagarjuna, es gibt einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Formen der Wahrheit. Einmal gibt es die konventionelle Wahrheit, das ist sozusagen die Wahrheit auf der Ebene der Theorien. Das ist die Wahrheit der klassischen buddhistischen Lehre. Also der klassische Buddhismus, wie der historische Buddha ihn gelehrt hat, ist für Nagarjuna eine konventionelle Wahrheit, eine Theorie, die pragmatischen Nutzen hat auf dem Weg zur Erlösung. Also wenn man auf dem Weg zur Erlösung sich begeben möchte, muss man diese pragmatische Theorie, die der Buddha verkündet hat, als konventionelle Wahrheit akzeptieren. Aber dahinter steht die zweite Form der Wahrheit. Das ist die ultimative Wahrheit. Diese ultimative Wahrheit ist die Wahrheit jenseits des Theorielevels auf dem Level der Realität. Und die ultimative Wahrheit, das ist die Wahrheit der Lehre. Die ultimative Wahrheit lautet, dass es keine ultimative Wahrheit gibt. Das heißt, keine Theorie kann die Wirklichkeit beschreiben, wie sie ist. Erleuchtung und damit Erlösung besteht für Nagarjuna nun darin, alle Theorien oder Sichtweisen aufzugeben. Also wer erleuchtet ist, der hat nicht die richtige Sicht der Realität, nicht die richtige Theorie gefunden, sondern der hat gar keine Theorie, gar keine Sichtweise. Die Lehre ist, wie eben schon gesagt, so eine Art Dekonstruktion. Sie dekonstruiert alle anderen Sichtweisen, aber setzt nichts an die Stelle dessen, was sie destruiert hat. Das hat jetzt eine ganz wichtige Konsequenz für das Streben nach Erlösung. Die Dinge sind leer, sagt Nagarjuna. Sie haben also keine eigenständige Existenz und sind deshalb auch nicht dem Werden und Vergehen unterworfen. Denn wenn sie entstehen und vergehen würden, dann müsste ja etwas existieren, das entsteht und vergeht. Aber es kann ja nichts existieren, weil es leer ist. Aber was ohne Entstehen und Vergehen ist, was weder entsteht noch vergeht, das ist das Unbedingte. Das ist das Nirvana, wie schon der Buddha selbst gelehrt hat. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen dem Samsara, also der alltäglichen Welt, dem Kreislauf der Wiedergeburten, und dem Nirvana, dem Bereich der Erlösung. Beides ist einfach nur die Lehre. Beides ist eigentlich identisch. Der Unerleuchtete sieht die Lehre und sieht das Samsara. Der Erleuchtete sieht dieselbe Lehre und sieht das Nirvana. Erleuchtung ist also keine Veränderung, sondern bloß eine Befreiung von illusorischen Ansichten. Die Erleuchtung lässt alles, wie es ist. Das heißt nur, die Dinge plötzlich anders zu sehen, und zwar so, wie sie immer schon gewesen sind. Wer erkennt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Nirvana und Samsara, der sieht, dass alle Wahrheit, also auch die Wahrheit des Buddha, nur vorläufig und illusorisch ist. Und so kann Nagarjuna dann auch am Ende seiner Ausführungen sagen: Alle Wahrnehmung hört auf, die Vielfalt kommt zur Ruhe und es herrscht Friede. Nirgends ist irgendwem irgendeine Lehre von Buddha verkündet worden. Das also jetzt ein ganz, ganz kurzer Überblick über die historische Entwicklung und die zentralen Ideen des Mahayana-Buddhismus. Nun, wie gelangt jetzt dieser Mahayana-Buddhismus nach China? Der Buddhismus breitet sich bis zur Zeitenwende, also bis zum Jahr 0, über ganz Indien aus und erreicht von da aus auch bald Zentralasien. Also von dort, im Gebiet des heutigen Pakistan und Afghanistan, wandert der Buddhismus in Richtung Osten. Und zwar wandern Mönche und Nonnen ganz einfach entlang der Handelswege der Seidenstraße Richtung China. Die Seidenstraße verbindet China mit dem Mittelmeerraum und läuft dabei quer durch Zentralasien, und entlang dieses mittelalterlichen Highways bewegen sich natürlich dann auch buddhistische Mönche und Nonnen hin und her und tragen den Buddhismus sowohl Richtung Westen als auch Richtung Osten nach China. Also ungefähr ab dem 1. Jahrhundert nach Christus wird der Buddhismus in China wirklich manifest greifbar.
Zunächst ist es eine Bewegung, die nur die unteren Gesellschaftsschichten erreicht. Aber im Laufe der Zeit bildet sich schließlich ja, also ergreift der Buddhismus sämtliche Gesellschaftsschichten in China. Und um die Mitte des ersten Jahrtausends in etwa ist China ein durch und durch buddhistisch geprägtes Land. Man unterteilt normalerweise die Phase der buddhistischen Prägung Chinas also in drei einzelne Phasen. Das beginnt mit dem Jahr 0 ungefähr und läuft bis zum Jahr 300. Da sprechen wir von der Frühphase des Buddhismus in China. Von 300 bis 700 ungefähr haben wir dann die Hochphase des chinesischen Buddhismus und von 700 bis ungefähr 1000 spricht man von der Spätphase des chinesischen Buddhismus. Ab dann, also ab dem Jahr 1000, so plus minus ganz grob, beginnt eine Wiederbelebung des Konfuzianismus in Form des Neokonfuzianismus der Sung-Zeit. Und damit endet eigentlich die Phase der buddhistischen Dominanz in der chinesischen Geistesgeschichte. Aber dieses erste Jahrtausend, also vom Jahre 0 bis zum Jahre 1000 ungefähr, das ist ganz grob der Zeitraum, in dem China ganz massiv kulturell und philosophisch vom Buddhismus geprägt wird. Die Rezeption des Buddhismus verläuft in China ein bisschen kompliziert. Zunächst wird der Buddhismus oft mit dem Daoismus verwechselt. War nicht, so haben es doch die Legenden gesagt, Laozi am Ende seines Lebens über die Berge nach Westen gezogen. Und jetzt kommt aus dem Westen, also aus Indien, eine Lehre, die so ähnlich ist. Vielleicht ist das einfach nur eine verfremdete Form des Buddhismus, vielleicht des Daoismus. Vielleicht ist der Buddha in Wirklichkeit niemand anderes als Laozi. Das ist durchaus naheliegend, so zu denken, also zum Beispiel eben durch die Bedeutung des Konzepts der Lehre im Buddhismus, das ja eng verwandt zu sein scheint mit dem daoistischen Begriff des Nichts oder des Nichtseins, über den wir vor einiger Zeit schon gesprochen haben. Also die Rezeption des Buddhismus verläuft in China nicht immer einfach zunächst. Das liegt zum einen natürlich an den Sprachen. Der Buddhismus bedient sich des Sanskrit und des Pali, um seine Inhalte zu transportieren. Das sind indogermanische Sprachen, die sind verwandt mit ja, dem Deutschen, dem Lateinischen, dem Griechischen und so weiter und sind vom Chinesischen sehr, sehr weit entfernt, das überhaupt keine Verwandtschaft mit den indogermanischen Sprachen hat. Also der Unterschied zwischen Sanskrit und Chinesisch ist Pi mal Daumen genauso groß wie der zwischen Chinesisch und modernem Deutsch. Beide Traditionen, sowohl die chinesische als auch die indische, haben bereits ihre eigenen Philosophien und damit die entsprechenden Terminologien und Begriffssysteme hervorgebracht, die gar nicht so ohne weiteres ineinander übersetzt werden können. Also es ist für die Rezeption des Buddhismus in China ein großes Problem, wie man die Sanskrit-Begriffe angemessen in einer chinesischen Terminologie ausdrücken können sollte. Dennoch, es reisen sehr viele chinesische Gelehrte in dieser Zeit nach Indien, studieren die Sprachen und die Texte des Buddhismus und fertigen chinesische Übersetzungen. Also ein Beispiel wäre Fasien, der im 5. Jahrhundert nach Christus nach Indien ging oder im 7. Jahrhundert nach Christus Xuanzang. Beides bedeutende Übersetzer, die viel für die Überlieferung des indischen Buddhismus in chinesischer Sprache getan haben. Und oft sind uns tatsächlich in der Gegenwart die chinesischen Übersetzungen besser erhalten als die indischen Originale. Der Buddhismus bringt nun allerdings auch eine neue philosophische Ausrichtung mit nach China. Die klassischen Fragen der chinesischen Philosophie waren ja eher praktisch orientiert. Es ging um Fragen der Lebensführung, um Fragen der Ethik, um Fragen der Politik. Man hatte nicht so sehr ein Interesse an Themen, die irgendwas mit metaphysischer Transzendenz oder Erlösung und sowas zu tun haben. Und auch die buddhistische Wiedergeburtslehre war dem klassischen chinesischen Denken eigentlich vollkommen fremd. Sowas kannte man nicht. Das klassische chinesische Denken, das haben Sie mittlerweile ja mitbekommen, war sehr diesseits konzentriert. Auch Logik und Erkenntnistheorie, die im indischen Buddhismus eine wichtige Rolle spielen, waren in der chinesischen Tradition bisher wenig ausgeprägt. Also einerseits bringt natürlich dann der Buddhismus eine enorme Bereicherung für die chinesische Tradition mit, aber andererseits hat er auch Fragen und Probleme im Gepäck, die so irgendwie unbekannt sind und die erstmal richtig verstanden werden müssen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von durchaus praktischen Problemen, die der Buddhismus bei seiner Ankunft in China hat. Denn der Buddhismus und die in dieser Zeit dominierende konfuzianische Philosophie passen eigentlich gar nicht so gut zusammen.
Der Konfuzianismus lehrt, das wissen Sie inzwischen, den Primat der Familie, stellt also die familiären Beziehungen über alle anderen, auch über die staatlichen Beziehungen. Der Buddhismus hingegen, der fordert den Rückzug aus der Familie, predigt das Leben im Kloster und das Zurücklassen aller weltlichen Beziehungen, steht also auch im direkten Widerspruch zum konfuzianischen Familienideal. Ja, der Buddhismus verlangt auch von den Mönchen und Nonnen, ein komplett enthaltsames Leben zu führen und keine Kinder zu zeugen. Er untergräbt also die Bedingungen, unter denen überhaupt ein konfuzianisches Familienideal realisiert werden kann. Keine Kinder, keine Familie. Buddhistische Mönche ziehen sich auch aus der Landarbeit zurück. Sie leben ja von den Almosen der Laien, die sie ihnen geben. Sie dürfen gar keinen eigenen Besitz haben, kein Land bewirtschaften. Auch das läuft dem chinesischen Ideal der agrarischen Gesellschaft entgegen, was vom Konfuzianismus durchaus hoch angesehen worden ist. Und der Buddhismus lehrt den Rückzug aus dem Staat und den Rückzug aus den öffentlichen Aufgaben. Aber gerade das ist natürlich die Kernaufgabe für den konfuzianischen Weisen, sich für den Staat, für die Gesellschaft zu engagieren und Ämter zu übernehmen. Also, Sie merken schon, der Buddhismus steht immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zur echten chinesischen Philosophie. Und so bedeutend der Buddhismus für die chinesische Geistesgeschichte auch war und immer noch ist, er wurde in der chinesischen Kultur doch immer als eine Art Fremdkörper wahrgenommen. Dennoch, China hat teilweise Schulen des indischen Buddhismus übernommen und integriert, ihnen ihr eigenes Flair gegeben. Teilweise hat China auch gänzlich eigene, von der chinesischen Philosophie geprägte Schulen des Buddhismus entwickelt. Und was diese Schulen genau gelehrt haben, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal noch ein bisschen näher an.